Hallo Leute, der Suchiro hier. Warum habe ich eigentlich den Mauszeiger? Egal. Willkommen, New World. Es geht weiter. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich. Und ja, ich mache mal hier alles wieder an. Deswegen habe ich einen Mauszeiger, weil ich hier im Inventar bin. Ich bin in Webermoor. Also, wenn wir auf die Karte gucken, bin ich jetzt hier drüben. Hier hat sich glücklicherweise noch nichts geändert. Hier wird es irgendwann vermutlich zum Krieg kommen. Mal gucken. Ob wir dann... Ebenmaß? Nee, gar nicht. Hier unten, dachte ich. Aber okay. Da habe ich ein Haus. War hier in Lichtholz. Hier muss ich noch ein paar Sachen abgeben. Habe ich noch ein paar Missionen offen. Aber ganz viel ist jetzt hier. Hier ist die Hauptmission. Da will ich mit euch hin. Die ganzen verderbten Sachen sind weg. Hier waren ganz viele verderbte Zonen. Ich kam gerade so auf dem Weg da durch. Ganz ehrlich, Leute, ich mag Webermoor nicht. Warte, wir müssen hier lang. Wir rennen jetzt da mal hin und vielleicht geht es euch dann genauso und ihr seht, was ich meine, weil es ist einfach, also es ist wirklich Moor. Und das von der Stimmung her finde ich es überhaupt nicht schön. Ich war schon ein bisschen unterwegs, habe hier schon ein paar Missionen gemacht. Ein paar Quests erledigt, ein paar Sachen mir angeschaut. Man muss tierisch aufpassen, weil zwischendurch ist dann manchmal Wasser und das ist manchmal tief und da muss man aufpassen, dass man eben nicht ertrinkt, weil man kann ja nicht schwimmen. Und also ansonsten auch von der Stimmung her, die das verbreitet, ihr seht das jetzt schon. Ja, schön ist anders. Ja, okay, es ist halt so, ich muss jetzt hier questen, aber ehrlich gesagt, eigentlich würde ich gerne drauf verzichten. Mal gucken, bin ich auf dem richtigen Weg? Nein, ich bin nicht auf dem richtigen Weg. Ich gehe noch weiter hier lang. Ja, so ist es aber halt. Ja, und von daher, na gut. Ich nehme euch jetzt mit. Wir machen die Hauptquest. Ja, die Unterstützung des Syndikats und suchen den, und suchen den Anführer des Syndikats im Webermoor auf. Der ist relativ am Anfang. Ich wollte aber unbedingt schon unbedingt schon mal in den Ort gehen. Hab da auch den Gasthaus mir angemietet, sozusagen, dass ich dahin dann zurückreisen kann. So, Schwierigkeitsstufe 33, also vom Stufenlevel ist es okay. Ist nicht einfach, aber es ist machbar. Aber wie gesagt, ich finde, es sieht halt überhaupt nicht schön aus. Oder zumindest, also mag vielleicht schön aussehen sogar, aber es ist halt alles so neblig und düster und komisch. Na gut. So, genau. Auf jeden Fall. Ach, schön. Schön an der Kiste hängen geblieben. Wenn es dir gefällt, vielleicht auch, obwohl es so düster aussieht, ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Blaubeeren. Blaubeeren brauche ich eigentlich nicht. Kräuter bräuchte ich. Habe ich hier auch noch nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Ja, wenn es dir gefällt, gerne ein Like da lassen. Gerne auch einen Kommentar schreiben, wie du es vielleicht selber fandest. Und genau, gerne einen Kommentar schreiben, wie du es vielleicht fandest. Und dann können wir mal gucken. Ich muss noch Kaninchen erledigen anscheinend. Warum auch immer. Ich habe irgendwo noch eine Quest, Kaninchen zu erledigen. Und wenn du mich unterstützen willst, weil du die Videos cool findest und gern mehr sehen würdest, würde ich mich total freuen, wenn du mir ein Abo dalässt. Das hilft nämlich, dass mein Kanal wächst und das wäre mir eine echt große Hilfe. So, jetzt aber genug der Vorrede. Ja, wir sind ja hier schon unterwegs und ihr seht hier schon. Also es ist auch nicht so, dass ich jetzt hier denke, überall lauert was total Gefährliches. Es gibt hier neue Pflanzenarten, die ich noch nicht kannte. Also Summblüte. Wenn man aber denkt, die summt, also bei mir summt die nicht. Oh. Das Schaf muss ich auch erledigen. Also Hasen und Schaf
und Schafes. Schafe. Muss ich erledigen. Auch super, ja. Die aber nicht. Truthähne offensichtlich mal nicht. Aber davon ist noch ein Schaf. Boink. Da ist noch eine Summblüte. Da weiß ich wiederum nicht, wofür ich die brauche. Sind ja immer so Sachen. Aber, ach, wir lassen sie jetzt erstmal. So, dann gehen wir mal gucken. Genau, gehen wir da drüben mal hin. Hier gibt es auch noch was. Schaffe Kräuter und besiege Wächter. Ja, alles klar. Hier gibt es halt dieses Riesending. Das geht da lang. Und hier gibt es halt eigentlich die Straße, die eigentlich hier weitergehen müsste, aber da halt total eingestürzt ist. Deswegen müssen wir da außen rum. So ist das halt. Gut, jetzt gehen wir hier mal querfeld ein. Naja, es gibt ein paar heftige Krokodile. Die liefern einem gerade aktuell ganz ordentliche Kämpfe. Hortusbär. Will ich mich mit dem anlegen? Nein, ich will ich eigentlich gar nicht. Okay, aber irgendwie muss ich hier diese Richtung. Aber am Bären vorbei, glaube ich. Ich mal. Da vorne ist was. Und Hock. Aha. Sprich mit Dr. Theophrastus. Gib mir einen Moment. Wo ist das Testglas schon wieder hin? Und dann brauche ich noch die Pflanzenblätter, um die Dämpfe aufzufangen. Und ich koche Bärenurin. Meine Theorie ist, dass der Phosphor im... Ach, ich zeige es dir besser, wenn es fertig ist. Ich muss nur die richtige Formel finden. Alles klar. Heißt? Tut mir leid, ich dachte nur, du brächtest mir die Destillierkolben. Darf ich mich vorstellen? Meine Eltern nannten mich Theophrastus Bombastus. Ansonsten waren sie aber gute Eltern. Schön. Du kannst mich einfach Dr. Theo nennen. Ja, gut. Das war eine sehr anregende Konversation, aber ich muss mich wieder an die Arbeit machen. Ich studiere die Verderbnis lieber, als sie zu bekämpfen. Ihre Kontrolle über den Wirtskörper ähnelt Pilz. Du beliebst zu scherzen. Ich liebe gute Hypothesen, aber momentan brauche ich dringend ein Bärenabwehrmittel für mein Team. Der Urin funktioniert sicher, aber wer weiß. Ja, finde ein Mittel gegen Bären und wir können reden. Finde ein Mittel gegen... Okay, so, dann gucken wir mal kurz. Da ist ja gar nicht weit weg. Muss ich gleich darüber. Ich dachte, ich muss hier erstmal sonst wohin. Das ist ja ganz praktisch. Ich werde mal nicht durch die halbe Map geschickt oder durch das halbe Gebiet zum Beispiel. Ja, das ist ganz nett. So, Busch, 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 Busch. Ach, ich glaube, was ich nämlich auch noch brauche, ist Asseln. Brauche ich, glaube ich, auch noch. Irgendein Stadtprojekt mal wieder. Schlage Kaninchen, beschaffe Asselköder. Und da habe ich ja schon so manches Mal stundenlang, naja, stundenlang nicht, aber ewig lang irgendwelche Büsche zerlegt und gefühlt, also es gibt für mich keine Regel, da habe ich einen, wann ich einen Asselköder finde und nicht, und tatsächlich meistens viel zu selten. Also so 10 Asselköder heißen einfach Busch, 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 Busch ohne Ende finden. Da waren es 2 und das dauert. Aber das kann ich im Off machen, das ist jetzt nichts, was wir hier machen müssen. Wir kommen hier gerade lang und hier sind gerade ganz viele, weil da im Sumpf sind dann gar nicht mehr so viele Büsche. Also hier sieht das ja noch eher so ein bisschen aus wie Lichtholz. Immer der Nase nach. Guten Tag. Bärenabwehrmittel? Klar, nichts leichter als das. Es gibt ein altes Rezept, das die Jäger hier schon seit Ewigkeiten nutzen. Hier, nimm es. Okay. Diese Syndikatler... Ich finde, die sind so von Logik besessen, dass sie praktisches Denken ganz vergessen haben. Sprich mit. Mit wem soll ich jetzt? Warte mal, da. Nee, da. Hä? Nee, das ist was anderes. Also hier war ich, in dem Gebiet müssen wir nochmal hin. Da hast du ganz viele bunte Blumen und einen Azotbaum. Total krass. Aber das ist richtig heftig. Also alleine wollte ich das, war das echt schwierig. Warum ist denn der jetzt da unten?
Verstehe ich nicht so ganz. Ich mache zwischendurch hier noch, hier gerade so viele Büsche sind, die vielleicht auch noch mitnehmen. Und hoffen, dass ich irgendwo Bastelgürtel kriege. Aber wie ihr seht schon, das ist echt... Huch! Das ist echt eher ein Glücksspiel. So. Warum ist der denn jetzt da unten? Na gut. Zwei Stück. Ha, schön. Brauche, glaube ich, 15 oder sowas. So. Hier gibt es Eisenerz. Das nehmen wir mal auch mit. Schaden wird es nicht. Ja, 117 Bergbau, das ist auch gut. Ursus Hortus. Unglaublich. Urin. Genau, was ich brauche. Heile den Schmerz. Alles klar. Was ist das denn da? Ah, das ist der Bär. Schleichen im Moor. Ziel begonnen. Sprich mit Ling Jim. Ling Dings da. Der ist da. Aber erstmal gucken wir mal. Ich würde gern Beatsruf sammeln, Sammeltempo. Ich will eigentlich in dem Gebiet nicht wirklich irgendwie sammeln oder Sammelstation aufmachen. So, wo bist du? Hier doch im Kampf mit dem Bär. Boah. Was macht der da? Hallo? Boah. Boah. Und dann nehme ich die Axt und zerlege den. Ist ja auch krass. Haha, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Mal gucken, was da rauskommt. Das dauert ja ewig, den zu zerlegen. Und der hat mich von irgendwo da hinten. 5 Magnetit, okay. Na ja, gut. Der hat mich von da hinten irgendwo gesehen. Also müssen wir erstmal gucken, dass wir hier unsere Gesundheit wiederherstellen. Da ist noch einer auf jeden Fall. Wir gehen hier mal so ein bisschen außen rum. Wir zumindest nicht gleich noch einen Kampf liefern. Da ist noch einer. Ich vermute mal, ganz außen rum werde ich nicht kommen. Wenn man nicht trifft. Boah. So. Okay, zweiten erledigt und dann können wir den auch wieder zerlegen, aber wenn die nur Magnetit geben, du bleibst da unten bitte. Dann ist es jetzt nicht so extrem viel und der ist auch schon respawned. Ich hoffe, dass die nicht so schnell respawnen, das wäre nicht so schön, ja. Die nehmen wir mal noch mit und dann gucken wir mal darunter. Glühender Pilzhut, okay. Da ist... Boah, hier sind aber viele. Das ist ja krass.
Ich muss da irgendwo genau in die Mitte oder was? Wo muss ich denn da hin? Ich muss da anscheinend genau in die Mitte rein. So. Manometer. Ui, aber bei dem Kampf konzentriere ich mich lieber, weil ich glaube, wenn man den zu lange hinzieht, dann macht der Bär einen tatsächlich fertig. Wo ist jetzt der Typ? Wo muss ich denn jetzt hin? Na doch, ach da, hier drüben gleich. Okay. Hat Theo endlich die Formel herausgefunden? Okay. Wo ist die? Da, 90 Meter da lang. Super, von da komme ich doch gerade. Ich hoffe, der ist noch nicht gespawnt hier. Hallo, der nächste, weil was? Das stinkt ja. Das. Komm, geh drauf. Blöder Bär. Nicht getroffen hier. Irgendwie hier halb festgesteckt. Kam der hier an? Er hat wohl doch nicht genug gestunken an das Zeug anscheinend. Zumindest. Okay, noch jemanden. Anscheinend mit noch jemanden sprechen. So, jetzt müssen wir gucken. Nee? Wo sind das jetzt? Da. Dann gehen wir hier erstmal hoch. Irgendwo höre ich auch anscheinend Kämpfe oder sowas. So, und jetzt muss ich da rein. Da ist einer. Wo muss ich denn jetzt schon wieder hin? Genau. Busch. Machen wir mal zur Entspannung da. Vielleicht komme ich da rein, ohne mit einem Bären zu kämpfen. Zur Entspannung mal Hasselköder sammeln. Vielleicht finde ich ja sogar einen.
Weil letztens kam der ja auch an, obwohl ich mit dir geredet habe hier. Das ist schon eine Schande. So. Okay. Ein Stück zurück. Ich will nämlich nicht, dass der ankommt. Und jetzt kehre zu Dr. Theo zurück. Das ist da oben. Also die Bären haben es schon in sich, das muss man sagen. Ein Asselköder, mal wieder ein Asselköder. Wann ist es her? So. Genau, sprich mit ihm. Du bist zurück. Kennst du dich gut mit Urin aus? Ich verstehe einfach nicht, was ich falsch mache. Und du hast es auch schon meinem Team gegeben? Danke. Ich hatte gar nicht daran gedacht, die Jäger zu fragen. Vielleicht habe ich die Bedeutung des Wissens. Die Bären sind gebannt. Wir können endlich wieder die physiobotanischen Aspekte der Region studieren. Weißt du, dass ich ein Alles begann damit, dass ich den Sturmwall untersuchte, der die Insel umgibt? Wir nahmen immer an, dass die Verderbnis den... Oh, wir wollen nicht gleich übertreiben. Aber deshalb bin ich hier. In der Nähe gibt... Ich weiß es noch nicht ganz. Ich komme nicht nah genug heran. Es ist sehr flüchtig und es wird immer schlimmer. Aber du könntest es vielleicht schaffen. Wenn Reise nach Lepus. Wenn du den ermitteln kannst, könnte das alles verändern. Der Viel Ursprung Glück. Des Sturms, alles klar. Okay, erstmal hier den Wolf. Oh. Den Wolf erledigen. Ich brauche nämlich vor allem noch Leder, das weiß ich. Ja, so. Quatsch. Das wollen wir machen. Gebietspunkt. Was haben wir denn hier? Handelssteuer. Erfahrungspunkte zu gewinnen. Das machen wir. Ich steige mal ein bisschen schneller auf. So, wo ist denn das bitte? Da drüben. Da war ich schon mal. Und hier drüben, also hier so ein bisschen rum, das dauert ein bisschen. Ist ja ganz am anderen Ende. Stufe 35. Okay. Ich guck gerade mal. Wir sind von der Zeit auch durch, ja. Das heißt, ich glaube, ich werde hier noch Asselköder suchen. Die muss ich nämlich irgendwo abgeben. Ah, habe ich schon welche. Gefunden, sprach's und bekam welche. Ich glaube, 15 brauche ich. Gucken. Finde ich jetzt bald noch ein. Oder auch nicht. Manchmal ist das echt nervig. Ja. Nein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ehrlich gesagt will ich mich in diesem Gebiet hier gar nicht so ewig lange aufhalten, wenn es irgendwie sich vermeiden lässt. Die Mission machen und hier durch. Bisschen noch leveln, aber ja, vor allem dann die Hauptmission hier weitermachen. Ich finde keinen Asselköder mehr. Total nervig. Ja. Und genau. Dann hoffe ich, dass das nächste Gebiet ein bisschen freundlicher ist, weil das... Also Lichtholz hat mir ja schon nicht so richtig gefallen. Aber das hier ist noch... Da, 17. Jetzt gucken wir mal, wie viel Asselköder brauchten wir. Ja, 15 Asselköder. Okay, dann haben wir es. Gut, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann geht's mit der Hauptmission weiter. Ich freue mich auf euch. Bis dann, Leute.